Ja, Mann. CATV. Willkommen in Amsterdam. Die Mädels hinter mir stehen im Keller vom Cannabis College in Amsterdam. Und wir werden euch heute Sensi Seeds vorstellen. Die älteste Samenbank in Amsterdam. Und wir werden Ben Dronkers, den Gründer, treffen und einige Mitarbeiter. Und sie werden uns einiges erzählen über die Firma. Und ja, der Mario ist leider heute verhindert. Also in seinem Namen spreche ich heute, bin der Max und wünsche euch viel Spaß auf unserer Tour durch die Räume von Sensi Seeds. Sensi Seeds ist zu Hause im historischen Herzen Amsterdams. Der Besuch lohnt sich. Zum Stöbern im Shop und der Seedbank und zum Informieren im Cannabis Infocenter sowie im Hash Marihuana and Hemp Museum. In unserem Spezial stellen wir die größten Sponsoren und Pioniere in Sachen Cannabis in Europa vor. Wie das in den Coffeeshop reinkommt, sprich die Hintertür, die ist komplett illegal. Die Essenz von Sensi Seeds liegt im Erhalt von Genetiken. Es ist nicht das Cannabis, das Menschen ins Gefängnis wirft. Es ist das dumme System. Steffi, grüß dich. Hallo. Hallo, servus. Ja. Du bist Content Managerin bei Sensi Seeds. Ja, stimmt. Und gleich mal die erste Frage, die mich persönlich sehr interessiert, nämlich wie kommst du als Deutsche zu Sensi Seeds oder was ist die Aufgabe bei Sensi Seeds? Du bist nicht der Einzige, der mir die Frage stellt und ich finde das auch durchaus eine berechtigte Frage. Es ist so, dass ich in Amsterdam wohne, weil ich einen holländischen Mann habe, ganz einfach, mit dem ich auch zwei Kinder habe. Mit Cannabis hatte ich eigentlich gar nicht so richtig viel zu tun, zumindest ganz lange nicht. Mich hat vor ein paar Jahren, fing das eigentlich an, dass mich die ganze medizinische Seite mehr interessierte und das kam halt durch Familie und Freunde, ganz konkret dann eben Krebspatienten, die harte Chemo- und Bestrahlungskuren über sich ergehen lassen mussten und denen dann eigentlich erst in der Palliativmedizin, so auf dem letzten Schritt, sagen wir mal, Cannabisölkapseln angeboten wurden, damit denen ein bisschen das Leben erleichtert wird, damit die vielleicht mehr Appetit haben, denen weniger schlecht ist. Und ich habe mich halt immer gefragt, ja, warum fängt man eigentlich damit nicht eher an? Mhm. Warum erst diese ganze Tortur, um dann vielleicht dahinter zu steigen, dass, Cannabis auch helfen kann oder zumindest das Leben ein bisschen erträglicher machen kann. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was mich dann bei Sensi Seeds, als ich dann angefangen habe, für Sensi Seeds zu arbeiten, mehr und mehr interessiert hat. Ich habe selber noch nie einen Joint geraucht, war auch kein Einstellungskriterium. Gibt auch andere Wege des Konsums. Gibt auch andere Wege des Konsums, aber dennoch war das für Sensi auch nicht wichtig. Worum es uns ja geht, ist, dass wir Informationen nach draußen tragen, sei das zur Geschichte, sei das zu politischen Situationen, medizinischer Gebrauch, freizeitlicher Gebrauch, industrieller Hanf, also eben das ganze Bild an sich. Mir hängt eben wirklich so der medizinische Aspekt wirklich sehr am Herzen und das ist auch das, wo ich mich immer mehr drin vertiefe und was ich eben auch mit nach außen tragen möchte. Okay. Uns als Unternehmen geht es darum, der Pflanze einfach wieder einen richtigen Namen und einen Platz zu geben. Den richtigen Platz eigentlich, von dem es kummer ist.
den sie auch verdient. Und dazu gehört natürlich der medizinale Gebrauch. Ich meine, bis in die 50er Jahre war Cannabis aufgelistet in Basiszutat, Apotheken. Ja, genau. Im Museum kann man das auch ganz gut sehen, die ganzen Fläschchen mit Tinkturen. Cannabis ist in Kräuterenzyklopädien aufgelistet gewesen und erklärt worden und eben auch in Pharmakologien. Sicherlich ist es das ein großer Aspekt, aber deswegen sollte man den freizeitlichen Gebrauch natürlich auch nicht außer Acht lassen. Ja. Warum gönnt man den Leuten nicht ihr Recht auf einen Joint oder wie sie es auch immer zu sich nehmen wollen? Warum sind Alkohol und Tabak akzeptierte Drogen, Rauschmittel? Verordnet fast, oder? Ja, und Cannabis nicht. Also uns geht es halt um die Pflanze als Ganzes und dazu gehört natürlich auch industrieller Gebrauch. Ja. Was wir schon merken ist, dass da gerade so ein Hype da ist und man immer mehr nach eben CBD-haltigen Sorten fragt und weniger THC. Was wir begrüßen, aber auf der anderen Seite ist es wieder so, man braucht auch einen gewissen Anteil THC in seiner Medizin, damit das CBD wirken kann. Ja. Ich meine, das muss auch wieder als Ganzes gesehen werden. Grundsätzlich haben wir, ist die Anfrage nach wie vor die gleiche und logischerweise sagen uns die Leute nicht immer, wofür sie es haben wollen. Das müssen die ja auch nicht. Ja, klar. Was wir hier in Holland vor allem gerade mitkriegen ist, oder wo wir doch stark gegen ankämpfen, auch eben durch Information ist, dass unsere Politik eigentlich gerade 5 Schritte zurück macht und nicht wie in anderen Ländern tatsächlich 5 Schritte voraus. Und dass wir in den Niederlanden eigentlich gerade unsere Vorreiterposition verlieren, die wir über lange Jahre gar nicht mehr so liberal sind, wie der Rest der Welt vielleicht noch denkt. Kannst du, weil du auch über die politische Situation gesprochen hast, nur für die Zuschauer vielleicht ein bisschen erklären, wie das in Holland funktioniert. Was ist jetzt legal und was ist nicht legal, weil du gerade die Hintertürproblematik angesprochen hast. Bitte. Weißt du, das ist echt so ein undurchsichtliches Konzept. Viele meinen ja, Cannabis ist legal in Holland, aber im Grunde ist es eine Duldungspolitik. Die hat in den 70er Jahren, hat man damit angefangen. Und das sollte eigentlich immer Schritt für Schritt für Schritt weitergeführt werden, sicherlich bis hin zu einer Legalität. Allerdings haben wir jetzt eine sehr konservative Regierung und irgendwo ist man da stehen geblieben und da steht man schon seit Jahren. Das Cannabis darf an der Vordertür des Coffeeshops legal raus, natürlich auch nur in einer bestimmten Menge, aber wie das in den Coffeeshop reinkommt, sprich die Hintertür, die ist komplett illegal. Man darf auch nicht anbauen und schon überhaupt nicht zu kommerziellen Zwecken. Also das ist überhaupt nicht geregelt und da sitzt eben auch der Hase im Pfeffer. Da gibt es halt wirklich noch viel, 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 viel zu tun. We turn them up, you wanna straight all deal. In all the chalice, in all the whistle, say we love it all the way. Down the ranks, burn a cricket, same way. Strictly height, I sense a weed, they play. My gosh, man, spliff off the lights, sin. Down the ranks and dread squat in the building, lodging up all the ganja farmers, sin. Sense a mania, a flieger. Hi David, hi, hello. Du bist der Content Manager von Sensi Seeds. Was ist zurzeit eure populärste Samensorte? Das ist nach wie vor Jack Herer. Eine meiner Favoriten ist NL5 Haze, welche sich auch sehr gut verkauft gerade. Doch die bekanntesten sind nach wie vor unsere Basisgenetiken, auf die wir auch sehr stolz sind, wie zum Beispiel Skunk No. 1, Super Skunk und Sensi Skunk. Diese eignen sich auch hervorragend zum Erstanbau für Neueinsteiger und gehen gerade weg wie die warmen Semmeln. Okay. Am
Auch immer wichtig für uns ist die Verbreitung von Informationen über Cannabis. Da bin ich zusammen mit einem internationalen Team sehr beschäftigt, die Neuigkeiten zu veröffentlichen, um der Pflanze den Status zu verschaffen, den sie in unserer Gesellschaft verdient. Also arbeitet ihr auch für Patienten aus dem medizinischen Bereich? Yes. Yeah. We're more busy really we're working with universities at the moment. Ja. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen, denn die Gesetze erlauben es uns nicht, direkt mit Patienten zu arbeiten. Aber wir stehen in Verbindung mit Organisationen wie Bedrocan. Das ist jene Firma, welche Apotheken mit medizinischem Cannabis versorgt. Sie benutzen unsere Jacquera-Genetik, um ihren Sorten quasi den letzten Schliff zu geben. Was bringt die Zukunft für Sensi Seeds? Eine ganze Menge. Die Essenz von Sensi Seeds liegt im Erhalt von Genetiken. Das ist ganz wichtig zu sagen. Im Unterschied zu unseren Freunden in der Branche sind wir nicht so sehr an der ständigen Produktion von neuen Züchtungen interessiert. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Bewahrung von Sorten. Dort findet eine Menge Entwicklung statt, was uns sehr freut. Bei der Züchtung arbeiten wir insbesondere an Sorten mit hohem CBD-Gehalt. In diesem medizinischen Bereich gibt es noch viel zu entdecken und zu optimieren. Dann erschließen wir gerade neue Märkte. Zu unserem Unternehmen gehört auch Hempflex, der größte Produzent von Industriehanf in Nordholland. Eine tolle Firma, führend in Sachen Innovation und Technologie. Wir beliefern ganz Europa und bald hoffentlich auch in die USA. Ganz besonders stolz bin ich aber auf die Unterstützung, welche wir über internationale Organisationen im Bereich Aufklärung und Legalisierung leisten dürfen. Wir versuchen einfach jene, so gut wir können, zu unterstützen, welche den Wandel gerade allerorts vorantreiben. Darum sind wir hier. Es dreht sich alles um die Pflanze. Down the ranks, burn a cool cat, see him wear. Strictly height, I sense a weed that play. Oh, gosh. Man, spliff off the light, sin. Down the ranks and jet squat in the building, rising up all the ganja farmer, sin. Sense a mania, a flieger. Hello. Yeah. Good to it's see you. It's a pleasure. It's a pleasure. It's my pleasure. Person. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Ben Tronkers. Es freut mich, dich hier interviewen zu dürfen, quasi in deinen eigenen vier Wänden im Hanfmuseum in Amsterdam. Du feierst mit Sensi Seeds nächstes Jahr dein 30-jähriges Jubiläum. Wenn du zurückblickst, was war notwendig, um heute hier zu stehen? It is idealism and vision. Idealismus und Vision. Ich bin ein Kind der Nachkriegszeit, des Wiederaufbaus, als der Wohlstand zurückkehrte. Ich gehöre noch zu den Hippies. Wir wollten die Welt verändern. Die Entdeckung der Pflanze Marihuana war ein Aha-Erlebnis für mich. Zuerst habe ich sie geraucht und es hat mir gefallen. Alkohol mochte ich nicht. Als nächstes begann ich hier mit dem Anbau, mit Samen aus Afghanistan und anderen Orten, die ich besuchte. Das war erfolgreich, also fing ich an zu züchten. Ich liebe es. Mit der Pflanze arbeiten ist das Größte. Es gibt ein Bewusstsein zwischen Menschen und Pflanzen. Wer das nicht weiß, sollte Anbau mal probieren. Ab diesem Zeitpunkt begann mein Aktivismus. Wir wollten legalisieren. Niemand konnte mir sagen, warum es verboten ist. Warum? Darum. Das habe ich nicht akzeptiert. Nobody can give you the answer. If you ask them why it's forbidden, it's yeah, it's forbidden, so it should be forbidden. I didn't accept that answer. So we start activism, but with me, I learned friends from America, from England, from France. Gleichgesinnte aus Amerika, England, Frankreich, Deutschland und Österreich kamen nach Amsterdam. Gemeinsam eröffneten wir ein kleines Museum, ungefähr zur gleichen Zeit wie die Seedbank 1985. Wir tauschten Informationen aus und motivierten uns gegenseitig. And people came here and there was an exchange of information and also motivation because everybody was finding something about it. Jeder machte Entdeckungen. Ich selbst liebe und erforsche Geschichte, denn wenn wir Geschichte nicht kennen, besteht die Gefahr, dass sie sich wiederholt. The history was everything repeats itself. You know, there are a lot of things from history comes back. And I saw that together with Jack Herer, a famous writer from The Emperor Wears No Clothes. Meine guten Freunde Jack Herer und Hans-Joachim Bär kamen wie alle anderen in der Gruppe zu dem gleichen Ergebnis. All these people together, they came to the same conclusion, you know.
And when we started, I started with Ed Rosenthal, I started the museum as an info center. Mit Ed Rosenthal startete ich das Museum als Infocenter. Ich hatte bereits sehr viele Objekte zusammengetragen und so konnten wir damit beginnen, die Öffentlichkeit zu informieren. Geld aus dem Samenverkauf und auch meine Altersrücklagen steckte ich in die Museumskollektion. I made money with the seeds, you know, so I buy more for my collection, even my pension money, I put it in the collection of the museum. And then after about 7-8 years, I'm not sure, people ask me one question in the museum. If your story about hemp is true, why nobody do it? Irgendwann wurde ich gefragt, wenn deine Geschichte über Hanf wahr ist, warum wird Hanf nicht genutzt? Darauf hatte ich keine Antwort. Also fingen wir an, Hanf im Norden Hollands anzubauen. I made a lot of money with my seeds. And I'm a hippie, so I don't give a shit about money too much, but to do this activism more, it was beautiful. Ich machte Geld mit meinen Samen, aber als Hippie schere ich mich nicht so sehr ums Geld, aber es ist schön, es für Aktivismus einzusetzen. Also kaufte ich eine alte Fabrik und wir begannen auf 100 Hektar Hanf anzubauen. Es war fantastisch. Pionierarbeit. Aber wir wussten nicht, was wir mit dem Zeug machen sollten. If you grow marijuana, you know what to do, you smoke it. But you grow hemp. What the hell you do with this fiber? Wenn du Marihuana anbaust, weißt du, was du damit machst, du rauchst es. In Amazonas und überall werden Bäume für Holz gefällt und wir hatten jetzt eine Menge Fasern und Holz vom Hanf und wussten nichts damit anzufangen. Gab es Schwierigkeiten? Oh, it was 20 years, until now, you know, until now it is still suffering and still a struggle. Oh ja, 20 Jahre. Es ist bis heute ein elender Kampf, um zu bestehen. Der einzige Grund, warum Hempflex überlebt hat, ist, weil wir mit Sensi Seeds Geld machen. Das gleiche gilt für dieses Museum. Es ist Idealismus. Idealism, it is nice to show the people around. And of course we made some money, but we support a lot of activism and we do a lot of things. Es ist schön, den Leuten das alles zu zeigen. Natürlich machen wir Geld, aber wir unterstützen jede Menge Aktivismus. Und Hanf. Wie schon gesagt, wussten wir anfangs nichts anzufangen mit dem ganzen Material, nur dass man die Samen essen kann, was wir auch getan haben. That's what we did. And then every month something new happened. Every week something new happened. Doch dann fing es an. Jeden Monat, jede Woche haben wir neue Möglichkeiten der Verwendung entdeckt. Wir fanden die Papier- und Textilindustrie. Wir haben alles probiert, doch einige Industrien sind nahezu unmöglich zu erreichen. Die Papierindustrie ist heute immer noch sehr weit weg. Die Textilindustrie wird langsam, ist aber auch noch weit entfernt. Coming closer, but it's still a bit far away, you know. But it is the answer for so many problems in the world, you know, the textile, you call it. Dabei ist es die Antwort für so viele Probleme in der Welt. Textilien zum Beispiel. Baumwolle braucht die meisten Insektizide und Pestizide und verbraucht Unmengen Wasser. Hanf liefert das Gleiche mit weniger Wasser und keinen Insektiziden und Pestiziden. Es ist die einzige nachhaltige Pflanze. Same with less water and no insecticides and pesticides. It's the only sustainable plant. It goes on, you know, then the food comes. Kommen wir zur Nahrung. Wir wissen heute, dass Hanföl nicht nur wie damals als Lampenöl dient, sondern ein reichhaltiges Nahrungsmittel ist. Es hat Proteine und vergleichbare Qualitäten wie Fischöl. Fischöl kann man heute gar nicht mehr essen wegen Quecksilber und dem anderen Scheiß darin. Quality of hemp oil, what is comparable with fish oil? You know, even fish oil you can't eat anymore because of the mercury and all the shit in it. So Hanföl ist vielleicht das beste Öl zum Konsumieren. Es entstehen daraus eine Menge Produkte zum Essen. Also Leute da draußen, kauft es, esst es, unterstützt es. Ihr fördert damit nicht nur den Hanf, ihr fördert euch selbst. Support it. And you not support only the hemp, you support yourself. If you look at what you eat, you go to the supermarket and all this prepacked and all this shit what we eat with chemicals in it and all that. Das vorgefertigte Zeug im Supermarkt mit all dem Scheiß darin, voller Chemikalien, das alles ist legal. Aber ein Heilkraut, das wir anbauen, ist illegal? I have a collection of medicine bottles in the museum. Until 1910, in 80% of all the medicines doctors prescribed, there was cannabis inside.
Ich habe eine Kollektion Medizinflaschen im Museum. Bis 1910 waren 80% aller vom Arzt verschriebenen Medikamente Cannabis enthalten. Schaut euch zum Beispiel die Geschichte von Queen Victoria im Internet an. All the, what the cannabinoids doing, and this is mind-blowing. On this moment I can say, with my friend Jack Herer, hemp can save the world. Heute entdecken wir die medizinische Seite, was die Cannabinoide machen, und das ist überwältigend. In diesem Moment kann ich zusammen mit meinem Freund Jack Herer sagen, Hanf kann die Welt retten, Cannabis kann die Welt retten. Es ist Medizin, ein wunderbarer Rohstoff. Wir können es essen, Treibstoff daraus gewinnen, alles Mögliche sonst, und wir können aufhören, Bäume zu fällen. CBD oil is one of the beautiful things. Als Medizinleute glaubt mir das. CBD-Öl ist eine schöne Sache. Man kann es essen, ohne Sorge davon high zu werden. Es ist eines der wichtigsten Medikamente der Zukunft. Es ist wie die Entdeckung des Penicillin. Es ist ein echter Durchbruch, eine Explosion an neuen Erkenntnissen über diese Pflanze. So it's like an explosion of knowledge coming out on the moment about this plant. And then for myself, when I started my hemp thing, you know, I'm very proud to show this the Coas product. Es macht mich stolz, die Produkte für Autos zu präsentieren, die aus unserer Faser hergestellt werden. Dass sie im BMW, Mercedes, Jaguar und im Bugatti Veyron verwendet werden, macht mich sehr stolz auf uns. Als wir anfingen, gab es nichts und jetzt ist es eine Industrie geworden. Then I'm proud, you know, I'm proud of what's going on and I'm proud of all the people. When I started, there was nothing and it became an industry. And there's so much to see and so much lies before. They have to stop the lying about this plant. Es gibt so viel zu entdecken und es wurden so viele Lügen über diese Pflanze verbreitet. Die dummen Leute, die dies immer noch tun, werden bald als Witzfiguren dastehen. Die wissenschaftlichen Beweise sind da. Es gibt keinen Zweifel. Hanf wird die Welt retten. And it's a, wie sagt man, es ist ein Freund den Menschen, die Menschheit, nicht ein Feind. Sometimes people ask me, listen, you have Sensi seeds and you sold the seeds, you know, from all over the world. People grow their own marijuana. Manchmal werde ich damit konfrontiert, dass Sensi Seeds die Samen in Amsterdam verkauft und in alle Welt verschickt, natürlich nur in Länder, wo die Samen legal sind, und Menschen dann durch diese Pflanzen in Schwierigkeiten geraten. Sie werden verhaftet. Darauf kann ich nur antworten, es tut mir leid, aber das liegt nicht an mir und es ist nicht das Cannabis, das Menschen ins Gefängnis wirft. Es ist das dumme System. Das gehört verboten. Die Leute, die daran festhalten, begehen ein Verbrechen gegen die Menschheit. I'm sorry, but it's not me, it's not the cannabis who put you in jail. It's a stupid system that should be forbidden, you know. The people who keep this going on, it's a crime against humanity if people cannot eat what they want, drink what they want. Wenn Menschen nicht essen und trinken dürfen, was sie wollen. Wenn du religiös bist und deine Religion schreibt dir vor, bestimmte Sachen nicht zu dir zu nehmen, ist das deine Sache. Aber die Regierung sollte das nicht bestimmen. Wir sollten die Freiheit haben, mit unseren Körpern zu tun, was uns gefällt. Man kann nicht einfach so viele Menschen einsperren. Junge Menschen mit guten Köpfen, die eine gute Zukunft haben, die werden durch das Einsperren zerstört. Und in meinen Augen ist das ein Verbrechen gegen die Menschheit. Lasst unsere Leute frei. Die Politiker müssen das hören. Sie können sich nicht mehr verstecken oder dumm stellen. Falls doch, sind sie entweder dumm oder korrupt. Eins von beidem. Wenn du nicht korrupt bist, aber weiter lügst, dann bist du so dumm, dass es nicht mehr zu glauben ist. You're not corrupt and you still keep lying. Then you're so dumb, you can't believe it anymore. Die Entscheidung kommt? Sie kommt in Reichweite. Inshallah, bei Zeiten. Okay, great. Inshallah, in time, grow it and you know it, eat it, support it, buy it, do things with it. Esst es, unterstützt es, kauft es, macht etwas daraus. Wir überleben, weil wir das Geld von Sensi Seeds haben. Aber ich sehe viele junge Unternehmen, Geschäftsleute, die versuchen im Bereich Hanfprodukte etwas aufzubauen und die solltet ihr unterstützen. Die brauchen euch. Und ihr braucht die auch. Ihr braucht Hanf. It's not like, hey, we need it. No, you there, out there. We all need this plant. So nobody owns it. Nobody owns it. Hanf gehört uns allen. Also los geht's. Go for it. Il bil attack and down the ranks. We cut and we go through. We cut and go through. And we passing through. And this is reaching out to you and God knows who. You better don't feel blue. Cause we set the trend and we set the cue. Yeah. We so rough.
bold and tough. Anywhere me did the dance, them sell off. First it tight, mash it all the while. Flash it in a here one style. We so rough, bold and tough. Anywhere me did the dance, them sell off. First it tight, mash it all the while. Flash it in a here one style. Man, I need a pen and no fucking paper. Fi kill it with the lyrics like an amateur. Tell you what me do, me go burn them later. Come on, a greater than a ratty theater. Yo, come fi kill them now, me no kill them later. Bad like your band in a moon raker. Them hands on me like flower to the baker. Like a loudspeaker, man like a pacemaker. Well, send them to hell. What about me grind like a damn decibel? What about me suck them out like a water in a well? And I fuck all them head like nobody can tell. What the hell? You looking here like Christ's Hotel. Like say you're dead and the so hotel. Say you want drama like Bruce Darnell. Me tell you what you get. Fucking hell. Fucking hell. Fucking hell. Okay, meine Leute, bitte geh nach dem Hanf und support us. Und wie ich sage, Hanf ist ein Freund von uns, keine Feind. Grüß Gott, ist alles bei dir und mein, ich hoffe, Hanf ist bei dir. Tschüss. We so rough, bold and tough. Anywhere me did the dance, them sell off. Versatile, mash it all the while. Flash it in a here one style. We so rough, bold and tough. Anywhere me did the dance, them sell off. Versatile, mash it all the while. Flash it in a here one style. We so rough, fucking rough. Yeah, we cut and we go through. We cut and go. Liebe Zuschauer von CATV, die Mitarbeiter von Sensisitz waren so nett und haben uns da 5 T-Shirts überlassen in verschiedenen Größen und Farben, die es zu gewinnen gibt. Ja? Und wir verlosen die online an die ersten 5, die unsere Frage beantworten. Wann wurde Sensisitz gegründet? Viel Spaß mit den T-Shirts und alles Gute.